Einen wunderschönen guten Hallo. Wir sind Batman und zurück im Arkham Asylum. Ja, in der letzten Folge sind wir hier angekommen wo sind wir hier eigentlich? Im Westflügel ist das, glaube ich, ne? Bin ich richtig hier? Westflügel? Arkham Villa? Ne, im Ostflügel. Entschuldigung, liebe Freunde. Wir sind im Ostflügel, haben den Klomann getötet und werden uns jetzt hier mal durch die Tür begeben und gucken, was uns dort erwartet. Bleib, wo du bist, Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist doch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Sass, was redest du da? Bring sie einfach um! Sie ist jetzt nutzlos! Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicey! Bleib stehen, Batman! Ich warne dich! Ja, bleib stehen, Batman! Du willst doch nicht noch mehr Blut an deinen Händen, oder? Ich kann sehen, wie ihre Halsschlagadern pulsieren. Ich kann riechen, wie ihr Schweiß und ihre Tränen über ihr Fleisch rinnen. Die Einstellung ist richtig. Mach sie fertig! Ich muss den Mord begehen. Ich kann nicht. Warte! Sie fleht doch darum, abgeschlachtet zu werden! Gute Nacht, Miss Young. Na, unverhofft kommt oft. Wer hätte gedacht, dass ein gestörter Mörder die arme kleine Ärztin töten würde? Bitte was? Ein Kinderspiel. Ich hab dich wie eine Geige gespielt und dann die Saiten durchgeschnitten. Schlaf schön, Bats. Bitte wie? Bleib, wo du bist, Batman. Und hör mir genau zu. Hilf mir! Bitte, warum hilft mir denn keiner? Okay, wir haben keine Zeit. Wenn du noch etwas näher kommst, werde ich den Raum mit ihrem Blut dunkelrot streichen. Ich weiß, du bist doch da draußen. Es dauert nicht mehr lang und du hörst ihre Abschiedsmelodie. Hier geht's definitiv nicht weiter. Was redest du da? Bring sie einfach um. Sie ist jetzt nutzlos. Aber wenn ich sie umbringe, holt mich die Fledermaus. Du hast doch keine Angst vor einer kleinen Fledermaus, Slicey. Bleib stehen, Batman. Ich warne dich. Es hat geklappt, liebe Freunde. Du Monster! Du gemeines, fieses, fieses Monster! Er geht nirgendwo hin. Du kannst jetzt aufhören. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Ich habe Bane gesehen. Ich weiß, Joker hat mich bedroht. Ich wollte das Experiment beenden. Ich habe versucht, ihm das Geld zurückzugeben. Joker akzeptiert ein Nein nicht als Antwort. Er will eine Armee, eine schreckliche, perverse Kraft, um Gotham zu zerstören. Aber er konnte das nicht ohne die Formel. Ich habe sie versteckt, aber... Jetzt hat er also das Venom und die Formel. Mein Gott, er hat literweise davon. Es gibt ein verstecktes Labor in den Gärten. Es ist abgeschlossen, aber die Sicherheitscodes für die ganze Insel sind im Safe des Anstaltsleiters. Was plant Joker noch? Woher soll ich das wissen? Glaubst du, dass alles, was er sagt, einen Sinn ergibt? Ich glaube, er ist verrückt. Oh mein Gott! Geh aus dem Weg! Arme Dr. Young! Man weiß ja, wie sehr Mr. J. Verräter hasst. Apropos Verräter! Hilfe! Warum hilft mir denn keiner? Dieser alte Verrückte denkt, er ist der Chef hier. Das zum Thema verrückt. Los, Batman, es gibt viel zu tun und viele einzubuchten. Jungs, wenn er aufsteht, dann schlagt ihn nieder. Aber nicht zu hart. Mr. J braucht ihn auf der Party. Oha, die Lage spitzt sich zu, liebe Freunde. Alles hat... Du meine Güte! Der lebt noch da hinten.
So, wir haben die ausgeschaltet. Oracle, Dr. Young ist tot. Hast du rausbekommen, wie wir an den Sicherheitstoren vorbeikommen? Bevor sie gestorben ist, hat sie mir erzählt, dass sich irgendwo in den Gärten eine verborgene Produktionsstätte befindet. Die Wayne-Tech-Sicherheitsprotokolle scheinen gut vor Hackern geschützt zu sein. Lucius hat gut gearbeitet. Es ist eine zweiteilige biometrische Sequenz, die vom Anstaltsleiter mithilfe eines Codesequenzers hergestellt wurde. Und von Joker in einer kontrollierten Explosion zerstört wurde. Harley Quinn hat den Anstaltsleiter und er ist die einzige Chance, durch die Tore zu kommen. Okay, viel Glück. Okay, neues Ziel. Scanne das Büro des Anstaltsleiters, um eine forensische Spur zu finden. Das heißt, wir sollen wieder dem Anstaltsleiter folgen. Wir werden uns jetzt hier aber erstmal die Karte mitnehmen. Damit haben wir wieder die Geheimnisse auf der Karte aufgedeckt. Können uns dann hier auch alles angucken. Was haben wir hier? Was ist das denn? Das sieht doch wieder aus, als ob das wieder irgendwas ist, was wir fotografieren müssen. Was steht denn da unten? Wer ist das? Scarface. Aha, okay. Das soll Scarface sein. Kein Objekt in Sichtweite. Rätsel gelöst. Ach, Scarface. Ich habe den jetzt gerade mit Scarecrow verwechselt. Wir haben ein neues Charakterprofil. Aber bevor wir das machen, werden wir erstmal gucken, dass wir hier wieder neue Sachen lernen. Und was haben wir hier? Spezialkombo Boost. Nach dem Erreichen einer fünffachen statt einer achtfachen Kombo können spezielle Kombo-Moves eingesetzt werden. Ja, die nehmen wir doch auf jeden Fall, liebe Freunde. Da brauchen wir dann nur noch eine Fünfer-Kombo anstatt einer Achter-Kombo. Dann haben wir auf jeden Fall das Kämpfen schon mal wieder gut raus. So, Scarface können wir uns auch noch angucken. So. Hier fehlt uns auch nicht mehr viel. Sind jetzt noch die Zähne. 1, 2, 3, 4. Hast du einen Verstand wie mein? Fünf Stück, die wir da noch haben. Und da haben wir einmal Scarface. Na, der sieht da lustig aus. Erinnert ein bisschen an Chucky, nur dass er aus Holz ist. Gucken wir mal. Im Gothamer Gefängnis Blackgate stand lange Zeit ein Galgenbaum, an dem insgesamt 313 Todesurteile vollstreckt wurden. Aus dem Holz dieses Baums schnitzte ein Insasse die Puppe Scarface. Dieser Insasse wurde von Arnold Wesker ermordet, der wiederum wenig später unter dem Einfluss von Scarface geriet. Die meisten Menschen glauben, dass Scarface nur ein Werkzeug ist, durch das Wesker als verbrecherischer Bauchredner die dunkle Seite seiner Persönlichkeit auslebt. Wesker selbst dagegen ist überzeugt, dass Scarface von den Seelen der Gefangenen besessen ist, die am Galgenbaum starben, und dass die Puppe ihn zu den zahllosen Verbrechen Duos zwingt. Okay, ich hatte also recht, das ist wirklich ähnlich wie Chucky, die Mörderpuppe, wer die Filme gesehen hat. Die waren im ganzen Großen und Ganzen ganz lustig. Und Scarface ist das erste Mal im Detective Comic Nummer 583 im Februar 1988 zu sehen gewesen. Auch wieder ein Charakter, den ich persönlich nicht kenne. So, wir gucken uns hier trotzdem noch weiter um. Leider ist die arme Dr. Young umgekommen. Denn da war wohl eine Bombe im Safe gewesen, haben wir ja schön in der Zwischensequenz gesehen. Hier liegt sie, glaube ich. Die arme Frau. Die können sie uns ja auch nochmal angucken. Die sieht ganz schön brutzlig aus. Ganz schön gut durch, würde ich sagen. Und da haben wir irgendwas entdeckt. Was ist das? Finden den Anstaltsleiter mithilfe seiner DNA-Spur. Werden wir machen. Wir folgen jetzt einfach wieder den Spuren, so wie wir es schon so häufig in diesem Spiel gemacht haben. Da geht es sogar weiter. Aber wir haben hier, glaube ich, noch irgendwas. Da haben wir noch eine Riddler-Trophäe. Wo sind wir hier überhaupt? Nehmen wir erstmal die Riddler-Trophäe mit. Ich dachte, ich habe das Finden leicht gemacht, aber das stimmt wohl nicht. Herausforderung freigeschaltet, Rekordbrecher. Was es mit diesen Herausforderungen auf sich hatte, das werden wir in diesem Let's Play leider nicht sehen. Ich werde euch am Ende des Let's Plays auf jeden Fall nochmal zeigen, was wir so alles freigespielt haben. Aber
diese ganzen Herausforderungen, die zählen zwar mit zu den 100%, aber mir geht es in diesem Spiel hauptsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mehr um die Story als um das 100%. Was ich mit 100% meine, sind selbstverständlich die... Wo sind wir hier überhaupt? Ach, hier sind wir. Okay, dann müssen wir da oben auch noch in die Szene machen. Was ich mit 100% natürlich meine, ist 100% der Riddler-Rätsel. Das können wir ja ganz locker hier im Spiel machen. Und dann halt 100% der Story möchte ich mit euch zusammen machen. So, da haben wir die Zähne zumindest schon mal weg. Oder gibt es hier noch einen Zahn? Hier ist kein Zahn mehr. So, jetzt gucken wir mal. Da unten ist noch eins, wenn wir da rauskommen. Und dann hier einmal raus. Der Ostflügel. Da geht die Spur weiter. Hier oben kommen wir nicht hin. Das heißt, dieses Fragezeichen ist schon mal nebensächlich. Das heißt, wir gehen hier erstmal weiter. Und da haben wir wieder lustige Zähnchen. Hoffentlich kommt Scarecrow nicht direkt nochmal. 20 Joker-Szene haben wir damit auch erfüllt. Oh, und seht ihr das? Unser Umhang? Der hat jetzt noch mehr Risse bekommen. Jetzt ist er auch schon da mittendrin zerrissen. Wie schaut es bei uns vorne aus? Da ist immer noch der Kratzer auf der Brust und der Kratzer am Auge. Ansonsten hat der Umhang viel abbekommen. Ich glaube, unten ist der Umhang ziemlich zerrissen. Da unten sieht man es. Und jetzt auch mittendrin. Also wir haben schon ordentlich was abgekriegt. Gibt's eine Spur von ihm? Hey, was machst du da? Versuchst du mich fertig zu machen? Ruhe da hinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn lief gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei dir? Vielleicht steht sie auf Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich. Sag ihm, er soll still sein, sofort. Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später. Idiot. Okay, wir haben hier auf jeden Fall drei neue Gegner, beziehungsweise drei Gegner, die da rumstehen. Ich gehe einfach mal hier lang und gucke mal, ob wir irgendwie die ausschalten können, weil das sind wieder welche mit Gewehren. So, einmal hier hin. Wie kriege ich die am besten weg? Von denen kriege ich von hier aus definitiv nicht. Ich muss vielleicht sehen, dass ich die anderen erstmal bekomme. Ha, aber wie mache ich das? Wie hole ich mir die Typen da jetzt am besten weg? Hm. Wenn ich hier jetzt lang gleite. So, dann haben wir da hinten den einen. Aber die kriegen wir auch nicht, ohne dass sie uns entdecken, ne? Ha. Das ist eine gute Frage. Da hinten kommen wir nicht hin. Da wäre, glaube ich, noch was, was wir uns nochmal angucken sollten. Und da kommen wir, glaube ich, auch nicht hin, in dieses Gebiet. Und dann sind wir hier ja eigentlich schon so gut wie fertig. Hm. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich gehe jetzt erst nochmal hier rein, einfach um zu gucken, weil hier müssen wir ja dann wahrscheinlich eh später durch. Hier ist der Westflügel, jetzt gucken wir nochmal eben, das ist da bei der Einbuchtung. Also hier links. Ah, okay, das kriegen wir auch nicht kaputt. Okay, dann hat sich das Thema schon mal erledigt. Da hier die zwei kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin, da kommen wir nicht hin. Das heißt, hier sind wir eigentlich dann auch so gut wie fertig. So. Ja, wie mache ich das denn jetzt am besten? Funktioniert das mit dem Bedclaw? Haupthalle. Oder lieber mit dem Batarang. Ja!
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Und wir sind tot. Wir sind tot. Batman ist tot. Ja, da freut. Benutze Wasserspeier. Benutze Wasserspeier und den Detective-Modus, um das Gelände vor den Angreifern zu sondieren. Ja, das ist ja, das ist ja wieder sensationell. Wie mache ich das denn am besten? Oder ist das vielleicht besser, wenn ich von hinten da reingehe? Also im Grunde hier einmal lang. Dass wir den da erstmal weghämmern. Aber das funktioniert so nicht. Den da hinten könnten wir weghämmern. Aber dann sehen die anderen mich ja auch. Oder wir hauen den weg. Das ist alles gerade sehr ungünstig. Wir versuchen, den einfach mal wegzuhauen. Und weg. Er ist da oben, über uns. Lauf doch! Okay, holen wir uns den nächsten. Komm schon. Das ist doch... Das gibt's doch gar nicht. Ey, was ist denn das hier für eine Kackstelle? Oh, ist das nicht süß? Die kleine Fledermaus schläft. Einer von euch soll ihn fertig machen. Nähere dich deinem Gegner, um ihn lautlos auszuschalten, ohne von den anderen Patienten gesehen zu werden. Das ist ein super guter Trick. Aber die stehen da so beschissen, wie soll ich das denn machen, ohne dass sie mich sehen? Okay, probieren wir das Ganze nochmal. In welche Richtung gucken die? Der guckt in die Richtung. Wohin guckt der hier? Moment. Ach, die gucken alle in die Richtung. Das heißt, ich müsste hier runter. Dann müsste das ja von hier aus funktionieren, oder? Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Okay, den ersten haben wir schon mal ausgeschalten. Vielleicht willst du mal durchzählen, ob alle da sind. Ihr habt den Boss gehört. Jetzt haben wir sie... Recht. Ich habe jemanden gefunden. Jetzt haben wir sie leicht nervös gemacht. Was ist mit dir passiert? Was machen wir jetzt? Halt's Maul und such weiter. Lasst ihn hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus. Okay, die kommen jetzt hier in meine Richtung. Kommen die ich hier hoch? Ich geb dir Deckung. Ich nehme die Tür. Komm schon, los. Wo bist du? Okay, wie komme ich da jetzt hin? Ich versuch's nochmal. Gut, dass sie mich nicht sehen. Gut, dass sie ein bisschen dumm sind. So, was ist denn, wenn ich mich hier runterhange? Es müsste funktionieren, oder? Die sind ein wenig dumm. Wenn man einmal weiß, wie man das am besten... Mann am Boden! Da liegt einer! Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ganz schnell muss ich hier weg. Ist hier jemand? Hallo! Ich brauche hier Hilfe! Okay, da unten ist er. Der ist auf jeden Fall nervös, so wie es aussieht. Der ist sogar sehr nervös. Was? Was ist los? Einmal den Gleittritt, bitte.
So, damit haben wir diese Bedrohung schon mal ausgeschalten, liebe Freunde. Und wir haben eine weitere Spur entdeckt, die uns hier natürlich wieder rausführt. Allerdings müsste es doch jetzt, oder kommen wir hier jetzt raus? Aber, liebe Freunde, bevor wir hier an der Tür rausgehen, hoffe ich, dass ihr, trotz dass wir hier ein bisschen katastrophal abgeschnitten haben in dieser Folge, trotzdem ein wenig Spaß hattet. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch einfach zum nächsten Part von Batman Arkham Asylum wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao!